Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr seht schon, wir machen jetzt endlich die Mission, wo wir auch Avada Kedavra bekommen werden. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass einer dafür draufgehen muss. Ja, und Sebastian ist derjenige, der den, ja, ermordet, ermordet. Wir werden sehen, Freunde. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Gerne ein Like da lassen für das Video. Und ich habe nochmal zwei Sebastian Fragen ist für zu euch. weit Wartet. gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Und jetzt geht sie wieder, oder was? Wieso kommt sie denn? Wieso schleppt sie sich immer hier krank hin und geht denn einfach wieder? Er hat wahrscheinlich keinen Bock, zu sterben, ne? Ja. Gut, also wie gesagt, zwei Fragen habe ich noch für euch. Und zwar, ich muss gleich lesen. Oh, wer ist während Harrys erster Jahre in Hogwarts Zauberminister? Und das zweite, oder die zweite Frage ist. Boah, ich muss wirklich gleich niesen. Scheiße. Kennt ihr das, wenn er sich schon so richtig anbahnt? Die zweite Frage ist, wessen Gebiet schränkt das Ministerium ein und verärgert damit die Inhaber? Wessen Gebiet schränken die ein? Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich. Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Inferi. Ist Bombard eigentlich auch Feuer oder nur Explosion in dem Sinne? Okay, ich würde sagen, let's go. Siege die Inferi. Übrigens, Freunde, nochmal an der Stelle, wie gesagt, der kommende Montag, 20. Gucken wir mal kurz auf Sandy. Genau, 20. 14 Uhr. Atomic Heart. Ihr wisst Bescheid. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Revelio. Akio. Nee, das ist nix. Lass uns Sebastian finden. Revelio. Ah, guck mal da. Akio. Sama. Vingardium Leviosa. Es ist schon fast. Geh doch mal. Ja, gut. Bei ihm ist es okay so. Er ist ja blind anscheinend. Revelio. Und leidet sich ja selber immer. Ach so, hier waren wir schon mal. Okay, krass. Schon alles mitgenommen. Mit dem Stab. Wo war Sebastian? Findet er ja den Weg. Wo ihn gefunden habt. Da vorne. In der großen Halle. Aber was ist die Ausrede von den anderen, weißt du? Was ist die Ausrede von den anderen? Yeah! Revelio. Wieso kann ich das schon wieder nicht nehmen? Warum? Na. Leute, ihr seid nur irgendwelche Pissspinnen. Ihr könnt doch nicht. Ey, Ominous ist mit der krasseste, ey, wie der hier mithilft. Wenn man das mal vergleicht mit den ganzen anderen Losern, ist es schon ziemlich gut, oder? Dann muss ich jetzt einfach die Inferi jetzt hier jagen oder was hier irgendwie oder wie oder was? Oder wie oder was? Wahrscheinlich, oder? Einfach weiter rein hier, ne? Und keine Spur von Sebastian.
Komm, mach doch! Ey, der Typ ist richtig gut, Mann. Ey, habt ihr gerade eine andere Stimme bekommen? Das hat sich komisch aus. Au, du Sau. Sehr gut. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Okay. Ja. Okay. Ach man, das ist schon ein guter Freund, ey. Oder? Ist schon ein guter Freund. Wie ist es eigentlich, wenn man die ganze Zeit gegen Sebastian ist? Die ganze Zeit sagt, nee, hör auf damit. Lass es sein. Und so weiter und so fort. Kommt es trotzdem dazu, dass wir hier landen? Wie viele Inferi sind hier? Incendio. Confringo! Ich würde es mal kurz testen. Ich weiß gar nicht, obwohl die brennen ja noch. Protego! Ja. Ey, wenn du nicht Protego hier einsetzt in dem Gameplay, dann lass dich natürlich aus in den Kommentaren. Das war kein Scherz. Wirklich, ich wurde dafür beleidigt, dass ich nicht Protego einsetze, sondern wegrolle. Das muss ich nochmal reinziehen, wirklich. Ey, Leute, wirklich, ey, mein Gott. Tja. Diese Inferi. Mach doch nicht hier auf, Schauspieler. Wir sehen dich. Wir sehen euch. Bombarda. Genau darauf wollte ich Bombarda haben. Nee, okay, das bringt nämlich nichts. Das ist nämlich nicht Feuer im klassischen Sinne. Confringo. Komm, steh doch auf, du Schauspieler, ey. Ey, wirklich. Boah, da hat's geruckelt, übelst. Übelst geruckelt. Okay, da ist eine Kiste. Warum wird die noch angezeigt? Die hatten wir doch gelootet beim ersten Mal, als wir hier waren. Warum wird die noch angezeigt? Also das ist ja schon öfters gewesen, Mann, dass einige Kisten dann trotzdem noch angezeigt werden. Mit Revelio, obwohl wir die schon leer gelootet haben. Ey, diese Geräusche, das ist eiskalt. Das ist doch Fallout, oder? Also diese Geräusche die ganze Zeit, das habe ich schon ganz am Anfang in den ersten paar Videos gesagt. Das ist Fallout für mich. Revelio. So von den Geräuschen her, meine ich jetzt. Confringo! Confringo! Da bin ich ja auch mal gespannt, wie Starfield wird, ne? Irgendwie, ich weiß nicht. Da bin ich auch gespannt. Ich werde auf jeden Fall sicherlich mal reinschauen, aber ich weiß nicht, ob mich das kickt, ey. Ich hoffe es irgendwie. Irgendwie habe ich da Bock drauf, aber irgendwie habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht. Ach hier. Aber es kommen noch dieses Jahr so viele geile Games, ey. Ich meine, das ist aktuell, ich weiß gar nicht, wie ich das alles... Also ich zocke jetzt 5, 6 Spiele gleichzeitig.
Wie gesagt, Zweitkanal, gerne mal abchecken. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinterherkomme. Ich versuche natürlich das Beste für euch rauszuholen, so, sag ich mal. Aber, ey, lieber zu viel als zu wenig. Aber es kommen trotzdem noch so viele geile Games. Guck mal, wie er da rumchillt, ey. Guck mal, wie er da rumchillt. Legarium Viliosa. Accio. Revelio. Accio. Legarium Viliosa. Accio. Legarium Viliosa. Da ist Sebastian. Revelio. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Das Relikt! Das wirst du wissen! Confringo! Ey, warum geht der nur auf mich direkt, ey, du Sau, ey. Muss ich den jetzt echt kaputt machen, den Onkel, oder was? Muss der den Onkel? Achso, der ist hinter mir. Sag mal, warum geht der nur auf mich, die Sau, ey. Dumme Ratte, du, ey. Alles klar, dafür, ich wollte ihn erst verschonen, aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, weil er nur auf mich geht, ey. Alles klar. Schnell mal so einen Trank reinballern und jetzt geht's richtig los hier, ey. Jetzt geht's richtig los. Darf ich mich auch noch mal wegen irgendwann? Okay, super. Der geht nur auf mich? Yo, das geht nur für den einen Lebensbalken oder was? Sonst hätte es mehr Schaden gemacht oder wieder was? Alles klar, weißt du was? Weißt du, was wir brauchen? Den chinesischen Kohl, Junge. Sebastian auch wieder, Sebastian auch eher wieder komplett nutzlos. Ja, jetzt kämpfst du nämlich auf meiner Seite. Oder? Okay, das hat gar keine Wirkung auf ihn, weil er zu krass ist, oder was? Der Vater? Der hat... Okay, alles klar. Der Onkel meine ich natürlich. Macht zwar keinen Sinn, aber okay, gut, alles klar. Oh, warum kennen wir das nicht? Warum können wir das nicht? Das ist eine Riesenfrechheit hier, ey, gerade. Los, cool! Und ein von denen hier. Ich sterbe! Woo, ich lebe! Wo ist denn das? Da. Da. Es gibt keine Heilung, Sebastian! Hör schon auf! Ich lasse sie nicht leiden! Avada Kedavra!
Du hast dich entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Sebastian, warte! Lazio! Halt, Sebastian! Warte! Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan. Wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet: Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Okay, ich habe jetzt natürlich nur so entschieden, weil ich den Zauber will. Ansonsten würde ich natürlich sagen, du bist komplett bescheuert, Junge. Komplett bescheuert bist du einfach. Nichts anderes. Richtiger Vollidiot. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Ja, natürlich, klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß gar nicht, ob, wenn man jetzt negativ gegen, wenn man jetzt gesagt hätte, was hast du getan und so weiter. Ich weiß nicht, ob man den Zauber bekommen hätte. Das ist halt auch so komisch. Ich habe jetzt eigentlich nur entschieden, damit ich den Zauber bekomme. Das ist halt auch so, boah, storymäßig jetzt auch, es war abzusehen, oder? Wie lange habe ich das gesagt, dass das passiert? Wie lange habe ich das schon gesagt? Dass sie dann auch mit trauriger Musik und so weiter, ich weiß nicht, mich kickt mal es sehen, nicht. Was du diesmal zu bieten hast, Mann. Mich kickt es nicht. So, was wissen wir schon über den Onkel eigentlich gar nichts. Jetzt ist er halt tot. Da sage ich euch ganz ehrlich, da tun mir die ganzen gequälten Tiere und so weiter, die gejagt werden, viel mehr leid. Und auch die Hauselfen als hier die Menschen. Die sind auch einfach irgendwie so, weiß nicht. Das ist halt ein bisschen schade, oder? Oder sagt ihr, ey, nee, voll krass. Ein Kniesel, Alter. Hier zum Beispiel. Warum ist er so gefangen, ey? Alohomora. Was soll das? Siehst du, das ist schon viel schlimmer mit anzusehen. Und es war halt leider vorhersehbar. Wie gesagt, es ist natürlich traurig. Es ist schon traurig so, ja, auf jeden Fall, aber. Ja, keine Ahnung. Die sind richtig geschockt jetzt, wa? Oder auch nicht?
Confringo! Boah, das legt ja mega langsam auf, ey. Enkenyam! Incendio! Confringo! Incendio! Fiese Unholde! Fiese Unholde! Ihr seid super fies, Mensch! Ist das wirklich? Ja, ey, krass. Ja. Hätte man das jetzt mal ernsthaft, hätte man das verhindern können, dass es so endet? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß auch gar nicht, gibt es mehrere Enden eigentlich bei dem Game? Gibt es mehrere Enden bei dem Game? Weiß ich auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Sandbaggers Prüfung. Ja. Gut. Machen wir das als nächstes. Ach, oh Mann. Das ist doch ein bisschen weit weg. Warte. Dann doch Schnellreise. Ah, hier ganz unten. Okay. Ja, ja, ja. Ach, krass, ja. Heftig, heftig. Schön, Sie zu sehen. Was ist er denn da? Duscht der sich oder was? Was macht der? Was macht der? Verrückte Leute hier. Ganz verrückte Leute hier unterwegs, ey. Oh. Hä? Was ist das denn hier? So, ich wollte gerade sagen, was war das für ein Geräusch? Rebellion. Schön, Sie zu sehen. So. Ja, muss ich laufen hier? Ja? Warum auch immer. Ja. Schon frech. Ich sag ja, ey, ohne Witz, wir haben Reittiere, wir haben Flugtiere, wir haben Besen, wir haben... Ja gut, apparieren können wir gar nicht. Warum eigentlich? Jetzt mal ernsthaft, warum hatte der Onkel so einen Feuersturm und warum war Anne auch mit diesem... Confringo! Nee, was hast du denn gesagt? Incendio hat er gemacht, aber nicht so ein... Also einen richtigen Rundumschlag. Und warum können alle apparieren, nur wir nicht? Was soll denn das, Alter? Ich dachte, wir sind voll krass. Wir sind voll die Wurst irgendwie. Als er den Feuersturm gezündet hat, dachte ich, ey, ich bin voll die Wurst. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Revelio. Wir müssen uns nicht mit Randall auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht... Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was sie ja, ich weiß auch, was das ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Haben Sie schon mal ein Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Danke für deine Hilfe.
Okay, aber wieso müssen wir... Such den Lord der Küste. Wieso... Aber wieso müssen wir es denn vernichten? Also besiegen, meine ich. Warum nicht einfach nur fangen? Weißt du? Warum müssen wir das besiegen, richtig? Ich hoffe, die patchen noch ein paar Tiere nach, oder? Jetzt mal ernsthaft, ich will diesen, wie heißt der bei Newt, dieser kleine Zweig, dieser kleine Ast, dieser grüne Grünling. Wisst ihr aus Fantastische Tierwelt, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der nochmal erstens und was war das nochmal für ein Wesen? So einen würde ich gerne haben. Das wäre doch voll cool. Das wäre auch irgendwie voll cool, wenn wir die ganze Zeit einen Begleiter hätten, der mit uns läuft die ganze Zeit. Das wäre auch ganz cool. Oder was gab's denn noch für Tiere, ey? Ja, Demigeist selber, ja, nicht nur die Statuen, sondern so. Ja, das wäre auch natürlich ganz cool. Oder was gibt's denn noch? Boah, dieses komische Einhornvieh, was so Feuer hatte in seinem Horn. Wisst ihr? Noch aus dem ersten Film? Das könnte man noch machen. Oder dieser große Drache auf dem Fest dort, den er gefangen hat. Kann man noch einiges nachpatchen auf jeden Fall. Aber natürlich immer muss man sagen, man muss sie retten. Ich tue das nicht für meinen eigenen, für mein eigenes Vergnügen. Ich muss sie retten. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist das denn für ein Riesenvieh gewesen? Revelio. Drachenskelett. Boah, okay. Dieses Drachenskelett könnte schon seit Jahren hier sein, oder ist es das Ergebnis frischer Wilderei? Sei vorsichtig. Na gut, ich würde aber trotzdem sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss. Kann das sein? Eine Prüfung? Kann das wirklich sein? Merlins Prüfung, Mensch! Das ist ja Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Was ist denn los mit dem Jungen, ey? Was ist los mit dem Jungen? Jetzt mal ernsthaft. Naja. Ey, wie gesagt, ey, irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen schade für mich persönlich jetzt, dass das jetzt mich gar nicht so emotional gekickt hat. Ich sage euch ganz ehrlich, als Dick traurig war wegen seinem Freund, das hat mich mehr gekickt, als jetzt, dass der Onkel gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wenn, wie gesagt, Dick von seiner harten Vergangenheit geredet hat, das hat mich trauriger gemacht als das jetzt hier. Weil irgendwie war das auch abzusehen und irgendwie, ich finde auch Dick, natürlich wissen wir über Dick viel mehr, Dick ist uns viel mehr ans Herz gewachsen und das ist halt so der Punkt. Und jetzt einfach, es ist so traurig, ja, schon, und wie gesagt, es ist halt mit Sebastian, man versteht es, das habe ich ja tausendmal gesagt, man versteht es auf der einen Seite, auf der anderen Seite versteht er es aber nicht, dass er offensichtlich zu weit gegangen ist, schon lange, und dass er nicht über seine Schwester bestimmen kann. Wenn die sagt, ey, lass gut sein, wenn sie selber sagt, diejenige, die betroffen ist, lass gut sein, dann hast du es zu respektieren. Auch wenn es schwerfällt, sehr schwerfällt natürlich, ist ja seine Schwester, ja, aber dann los ist sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Flüchen zur Hand haben und so. Und dann seinen Onkel einfach umzubringen und sagen, ich musstest du, ich musstest du, nein, musstest du nicht, musstest du nicht, musstest du nicht. Aber wie gesagt, das ist halt auch verständlich, aber halt komplett vorhersehbar gewesen, komplett vorhersehbar, komplett. Schade irgendwie. Ja, wie gesagt, die Geschichte mit Dick, das hat mich echt... Das hat mich echt traurig gemacht. Ja. Das war wirklich traurig. Aber das jetzt hier. Boah, ich weiß nicht. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Vielleicht hat es euch ja ein bisschen mehr gekickt, so emotional. Gut, so, nochmal kurz die zwei Fragen. Ihr könnt gerne nochmal ein Like da lassen. Danke dafür. Danke, dass ihr immer noch am Start seid. Wer ist während Harrys erster Jahre in Hogwarts Zauberminister? Und zwar nämlich Cornelius Fudge. Und. Wessen Gebiet schränkt das Ministerium ein und verärgert damit die Inhaber? Das Gebiet der Santauren. Ja. Gut, okay. Wir machen beim nächsten Mal sehr, sehr gerne natürlich weiter. Endlich das Grabhorn. Mal schauen, wie das jetzt endet. Ich will es eigentlich nicht, ich will dem eigentlich nicht wehtun, sondern eher so überzeugen. Aber na gucken, wir werden sehen. Gut, das war's. Haut rein und tschüss.